Keine Zeit zu verlieren, heißt es in Wien. Hier starten Luis, Lev und Otto auf ihre diesjährige Tinder-Reise nach Italien. Komm, Otti. Na? Fahren wir nach Italien, oder? Wie geht's? Schmotti, ja, schön markieren das kurz. Das ist der Otto. Ja, statt dem Toni haben wir jetzt einen Otto. Ach gut. Denn Johnny konnte leider dieses Jahr nicht auf Tinder-Reise mitkommen. Dafür hat er seinen Freund Lev, auch bekannt aus dem Forsthaus Rampensau, mit im Gepäck. Also, das da ist der Lev. Grüß euch. Sag hallo. Hi. Hallo. Ich bin der Lev. Avara von mir hat Bock gehabt. Hab ich gesagt, okay. Ja. Naja, und mich ist es ja nicht, nein, oder? Mich gibt's halt nur im Package Deal natürlich mit dem Otto, ja. Ich mein, selbst hat er sich eingeladen. Aber wurscht. Komm, Schmotti. Und dieser Lev hat nicht nur billige Hemden und Schuhe, sondern auch billige Brillen. Anscheinend war er im Sonderangebot. Ja, ich mein, das ist mein Extra. Auch bekannt als ein Bügeleisen weniger, ja. Ja, da sind wir jetzt. Wir haben schon ein bisschen eilig jetzt. Oi. Gib her den Koffer. Die Dates warten nicht. Ist so. Ich habe schon eins ausgemacht. In Bologna. Remember? Ist ein Revival. Hab ich mir gedacht, hey, da war's schön. Da fahren wir wieder hin. Und da habe ich auch schon was organisiert. Denn Luis allererste Tinder-Reise hat ebenfalls in Bologna begonnen und das ist ja dann quasi ein Heimspiel. Vor allem liebt er nicht nur die Italienerinnen, sondern er spricht fließend Italienisch. Glaubt er. Because when you speak Italiano, you have in Italiano. Italiano, Italiano. I never met someone from Vienna, so I was curious. Later, bitches! Ja, jetzt haben wir noch kein Internet. Dann super! Ja, Star, was ist denn da jetzt los? Na, ich glaube, wir sind irgendwo im Funkloch. Du bist ein Funkloch. Alter, geh mal am Arsch! Irgendwas Steiermark, oder wirklich? Bam, jedes Mal die Steiermark. Ich hab's dir gesagt. Nein, wirklich ohne Scheiß. Die Steiermark ist aber auch wirklich ein einziges Funkloch. Wichtig. Ups. Wo kommt denn das jetzt her? Urlaub in Italien. Urlaub im Urlaub in Italien. Well. Boy, da. Aber hallo. Aber hallo. Bist du stolz? Schon ein bisschen, gell? Darf ich für dich dienen? Okay, passt gut. Alter, bist du einfach. Das wird lustig. Das wird wieder eine Hetz. Okay, du machst. Komm her, Otti. Komm her, Otti, wir machen das gemeinsam. Wir machen das gemeinsam. Du dienst das nur mehr für mich und ich dien da jetzt dann ab. Ich dien da dann für dich. Machen wir so? Boah, nur noch gegenseitig. Ich dien da für dich und du dien das für mich. Luis und Lev sind am Weg nach Bologna. Neben Autodisco-Party hat Lev fleißig getindert und das auf Italienisch. Scheiterweise mit Hilfe von Google. Ja, da geht's sicher nicht schief. Ciao mia carissima. Sono a Bologna con il mio compagno di vita e il suo Carlino. Per te 3 giorni e saremmo immensamente felici di un incontro erotico. Cordiali Salute. Was heißt Erotico? Was schreibst du hier mit Erotico? Du hast Copy-Paste gemacht, oder? Das ist vom Translaten. Das ist vom Translaten reinkopiert, gell? Ja, sicher. Was steht da drinnen, du Erotico? Was steht da drinnen? Soll ich dir sagen? Hi, meine Liebste, ich bin mit meinem Lebenspartner und seinem Mops für 3 Tage in Bologna und wir würden uns immens über ein erotisches Treffen freuen. Viele Küsse. Was für ein Lebenspartner! Und jetzt
Jetzt wird's interessant. Tinderreisen ist nicht Leben, Alter. Tinderreisen ist eine Reise. Ja, eh? Du bist mein Reisepartner, aber auch nicht mein Lebenspartner. Stell dir mal vor, ich will mit dir noch ein ganzes Leben verbringen. Na, das wäre furchtbar, das stimmt. Ja. Und damit die beiden nicht zu viel kuscheln, hat Luis noch einen dritten Reisegefährten am Start, der ihn nur über das Internet kennt und unbedingt mitfahren wollte. Heinz Robert, der in Klagenfurt auf die zwei wartet. Bei der Ankunft kann man sich ausrechnen, was das Lieblingsgetränk von Lev ist. Grüß euch. Servus. Hallo. Ja. Ja, du musst der Heinz Christoph Maria Markus. Wie? Heinz Reich. Heinz Reich? Okay. Servus. Lev, freut mich. Servus. Grüß dich. Hey, voll cool, dass wir mit dem sind. Ja, nice. Ja, es ist uns eine Ehre. Perfekt, wir auch. Du schaust lustig aus. Ja, du auch. Was steht da drauf? Verstehe ich nicht. Nein, okay. Doch. Oh, was, das ist Louis de Finesse, oder? Ah, wer ist der Finesse? Nein, doch. Erster Eindruck, erste Sahne. Ah, dann gebe ich ein lustiges T-Shirt an und ich mag lustige T-Shirts. Jetzt war schon richtig lustig drauf. Erster Eindruck, Bombe. Richtige Spaßmacher. Und jetzt haben wir es im Auto ein bisschen kennenlernen und dann wird das schon fruchten, ne? Gesagt, getan und Heinz lässt gleich einmal ein Witzefeuerwerk los am Weg. Und der Kärntner Schmäh, naja, außerhalb des Faschings eher blei so. Wisst ihr eigentlich, was Dinner, wenn du das ausschreibst, was das heißt? Ja, das ist ein Zündel. Das heißt tausende Zündel. Italienische noble Damen erfolgreich registriert. Aber Heinz! Wow. Da bist du Halt das, die Fresse! Heinz, du König! Das bin ich nicht gewohnt! Wow. Okay, nein! Mal ein Beispiel. Chapeau, Alter! An diesen, bist an diesen du deppert, ja. Alter! Wenn du es noch besser machen willst, kannst du das noble mit dem Wort notgeil austauschen. Tausend italienische notgeile Damen erfolgreich registriert. Ja, das ist natürlich. Noch besser. Wow! Mit so viel Witzen im Gepäck vergeht die Autofahrt fast wie im Flug. Und die drei Männer kommen zum Glück aller italienischen Frauen endlich in Bologna an. In Luis kommen Erinnerungen an seine allererste Tinder-Reise auf. Gut, er parkt auch fast an derselben Stelle. Wo sind wir? Bologna! Endlich doch! Und ja, ist ja klar, dass wir Bologna sind. Das da ist der Blaser. Das ist ein historischer. Da war mein erstes Date. Hier. Da war mein erstes Date. Und das immer wieder. Erstes Date ist relativ, denn Virginia ist zum Date gar nicht erschienen. Aber das gehört zum Tindern dazu. Virginia? Nicht. Ja. Ja, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich richtig an. Das gefällt mir. Jetzt ist hart. Na, jetzt. Jetzt erst schlafe ich nicht auf der Straße. Sehr gut. Danke, Luis. Danke. Der Luis und ich, das ist so eine Insider-Geschichte. Und jedes Mal, wenn er das macht, das bringt mir Glück. Das bringt uns Glück, das bringt mir Glück, das bringt Bologna Glück. Ich weiß ja, wie es ablaufen wird. Ja? Ich werde mit dem Mädel nach Hause gehen und die zwei, wir werden im Auto schlafen. In Bologna. Alle sind bereit. Fast. Luis wühlt noch nach dem richtigen Outfit und Heinz ist als erster fertig. Ist aber auch nicht so schwer bei der tollen Garderobe. Ein bisschen nervös. Es geht um meinen ersten Date. Ich hoffe, dass sie kommt, die Dame. Dass es mir nicht die Blöße gibt gleich am ersten Tag für die Jungs. Meine Dame nicht auftaucht. Das haben wir ausgemacht. Das ist schon ein bisschen zu spät. Schauen wir mal, ob sie bald kommt oder nicht. Hallo Viola, I'm standing here by the meeting point. I'm waiting for you. Please come, I'm waiting. Ciao, ciao. Nicht weit entfernt machen sich Otto und Lev auf den Weg zu ihren Tinder-Dates. Und Lev ist zuversichtlich, denn Otto hat ja für ihn getindert. Galotta, bildhübsch natürlich, wie soll es sonst ausschauen? Wenn der Otti tindert, dann gibt es keine falschen Zeichen. Bis deppert, ist ja urschön hier. Ja, voll schön und auch sehr... Boah, bist du deppert, Alter. Na, heiß bis zum Umfallen. Fuck. Wir begeben uns in Position, um das erste Treffen mit versteckter Kamera mitzufilmen. Hi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you in person. Ciao.
Hi. Hello. Hi. Hi. How are you? I'm good. How are you? Oh, fine. Do you want to go there? Yeah, sure. Nice park. Nice. All right. Let's do it. What do you study, by the way? That's Otto, by the way. Yeah. I know. He's really nice. He's really cute. Yeah. Bagger, one of my favorite races. Oh, really? Yes. Wir geben uns zu erkennen und informieren Carlotta darüber, dass neben Otto auch wir gerne beim Date dabei wären. It's okay if we film your date here. I don't know. You don't know? I just met him for the first time, so. Wie ein eingespieltes Team wird beraten und dank Ottos Lächeln oder vielleicht Laughs, egal, wir dürfen dann doch mitfilmen. Otto? Otto? I'm scared for you. Yeah. It should be easier for me to study here in Bologna, but the fact that I'm in the opposite side of the city makes it harder. Harder. Because you have to walk the you have to do the distance. Oh wow. Ja, ein Traum, oder? Was für eine Frau. Studiert Veterinärmedizin, ist in Otto verliebt. Das ist ein Wahnsinn, bitte. Volles Programm. Ich bin begeistert. He's weird and I like it, so okay. All right. We can go inside, all right, into the park. Let's go. Otto, komm. So, now you know what I do. Oh yeah, that's in my life, but what do you do for a living? I organize classical music concerts. Yeah. Really? Yeah, both of my parents are musicians. Wow. That's impressive. I kind of got into this whole thing when I was little and never stopped. Zur selben Zeit rutscht auch Luis in was rein. Ich bin bereit. Ich habe so weit zu meinem Date. Nämlich genau 1, 2, 3 Schritte. Das ist praktisch. Wie geht's jetzt das weg, Alter? I am right here, right now, on the plaza, where we can meet, and I'm very excited. Don't be in stress. I'm a really chilliger guy. I just wait here for you. See you in minutes. Amore. Es kommt gleich. Ich habe geschrieben und ich habe gesehen, sie so online und ja, aber sie hat, also sie sollte gleich kommen. Camilla, hi, are you not Camilla? No, not Camilla. Oh, I'm sorry. Es war nicht die Camilla. Sie hat geschaut aufs Handy in dem Moment, wo ich auch aufs Handy geschaut habe. Hätte ja sein können, ne? Das gegenüber. Es gibt auch Leute, die kommen später und Leute, die kommen früher. Und sie ist halt eine, die kommt halt später. Aber es ist mir egal, ich hab's ja nicht weit zum Auto. Heinzis Date scheint die Uhr zu kennen, kommt aber dennoch zu spät. Was die Dame aber wirklich beschäftigt, ist sein Vorname. Der verwirrt die blonde Italienerin extrem. Hello, nice to meet you too. What's your name? Heinzi. Heinzi. With A? No, with H. Heinzi. I'm so sorry. Oh, do you want to drink something together? Yes. Okay, yes. So we can take a walk. Yes. So you are from Austria? I'm from Austria, yeah. Yes. You come from Bologna, yeah? Bologna, yes. Yes. Luckily, yes. Okay. I like too much Italy. I like Italy too. I was the last 10 years not in Italy. Wir geben uns zu erkennen und fragen Viola, ob wir das Date mitfilmen dürfen. Is there a problem when you film your date with Heinz? Well,
okay. I'm a little bit surprised. Embarrassing, but yeah, it's okay. It's okay, yeah. Very good, very good. Okay. Well, I don't know. He's cute. No, well, he's cute. I have to know him. So for this, no? So tell me, which city of Austria you come? Carinthia. Klagenfurt. You know? You don't know. Near to Vienna? No, to Vienna, to Graz. I don't know. You don't know? Okay. I never been. Da war noch gut. Da war noch gut. Ja. Ja. Luis. 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 This guy is with us here. Yeah, my friend. Yes. Ah, it's okay. Keine Ahnung, was da los ist. Guck mal vielleicht. Oh, das war ganz schott. Das heißt 1-0 für mich, oder? Do you live alone or with your family? I live in a big house with my father. Mm-hmm. They live in the first floor. I live in the second floor together. Oh, it's okay. Yeah. I don't remember your name because I think I have a little bit of Alzheimer. But please repeat me your name. Henty. 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 Like a little hand. Henty. Henty. His name. Henty. It's okay, no. Do you have some animals in your house? Animals? Yeah. No. Why not? You must to love animals. Yeah, no, I'm not often at home. It's not good with animals. You don't like animals? No, I like animals. What type of animals? Dog. And cats? And what? Cats. What is this? Meow. No cats, no cats. He said, I like, but I don't want. Why? I love the animals. Only the cats with the 2 feet. Why? I love cats. I have 4 cats. Yeah. Sie steht auf kurzen, ja. Aber mein Schmäh mit den kurzen hat sie, glaube ich, nicht kapiert. Dass ich gesagt habe, ich stehe auf die kurzen mit den 2 Füßen. Das hat sie nicht ganz geknallt, aber... Vielleicht werde ich ihn nochmal erklären. Schauen wir mal. I love the cats with the 2 feet, no 4, 2 feet. The cats. Like you, cat, you know? Oh, so funny, this guy. Eh? You are like a Latin lover, no? Latin lover? Latin. You are dressed like typical English guy. I don't know why. Yeah. Me? Yeah. You're the English guy. With socks and sandals. Yeah. So I think he's a Latin lover. Yeah, I try. Während Heinzi, der englische Latin-Lover aus Kärnten, mit sprachlichen Problemen kämpft, läuft es bei Lev mit seiner Studentin Carlotta sichtlich besser. Er hatte sich in einem romantischen Park gemütlich gemacht. It's like in one of those movies, like in Paris, but like in Paris with all those these lights. Like the lantern, and the lights. Yes, it's nice. So what do you want to... What do you want to drink? Well, I probably have to go there and order something. What do you drink? I guess so. I like to drink beer. Beer? Yeah, I love it. All right, perfect. So get us some beer. Okay, thank you. Sure. Otto! It's a beautiful night with a wonderful guy and his wonderful dog. That reminds me my dog that is almost the same age. He's 11. The pug is 10 years old, so... And I think I'm gonna enjoy this night. Cheers. Cheers. To a lovely evening. I think in a good beer in a summer night is the perfect thing. It's fantastic, really. It's the perfect ending of a... Yeah. Doch irgendwie fehlt etwas. Otto? He's disappeared. Where's my Hund? I think maybe he's there. Otto? 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 Komm jetzt her. Ja, arg, oder? Das ist mir auch noch nie passiert in der Form. Also,
scheinbar so in den Gedanken verflochten, vergessen, so total, ja, ich weiß nicht. Vor allem war der Otto weg. Ich meine, dass er herumstravanzt, das bin ich eh gewöhnt, ja. Aber das war gerade ein bisschen ein kleiner Schock. A dog, I think, is the best way to catch the attention of a girl. Oh, is it? Yeah, I guess so. He's a good icebreaker. Mm-mm. Yeah, I heard of people adopting a dog just for... That's not me, though. No, definitely. You want to go for a little night stroll? Yes, I'd like it. But let me take off this because now it's not hot anymore, so I can... How can I say? Be more free with my hair. Okay. Then we can go. In Bologna wartet Luis noch immer auf sein Tinder-Date, während Lev und Heinzi bereits mehr und doch weniger erfolgreich am Flirten sind. Not good, we make a new one. You kiss me. Why? Why not? That was good. So fun, ne? This is better. No. Kuss auf den Mund, der war vielleicht ganz kurz angedatet, aber das war mal nur richtig, richtig zu warm. So wie es gehört. I try to kiss in my mouth and hey, just one moment. I'm not in this way. So slow down, please. But I think a nice word in the right moment is perfect. Ah, okay. Yeah. I understand. And what do you think about this? We can try the kiss from before. We can try this kiss from before. You can try to kiss me. We can try. We can try to kiss. Yes. No, one more kiss. We can try it. It's not a moment. Not a moment? No. Why? You have to wait. To maybe. Okay, maybe. It's not sure. Okay. Warten halt noch. Ein paar Sekunden später. How long we wait? Hm? How long we wait? It's not better? You can't know. I'm sorry. Yeah, I don't like when a guy is too much. I want to kiss you. I want to sleep with you. Keep calm. It's not like, hey, I love you, we can kiss you, we can kiss together. Yes, yes, we can kiss. No, I told you, it's not in this way. Yes, I know. Darum versucht es Heinz etwas subtiler. Nicht. I have one question, it's very important. Mm. I don't have to tonight I have a hotel room to sleep. Together. No, I'm sorry. No, I have no hotel room this night to sleep. Yeah. Can I sleep by you? Okay, with my father. Yes. I think my father is not agree. And not in the same room. Yes, I know my father is not agreed. You are nice, so nice, but I'm not so nice to sleep by you. No, it's not this, but in my father's house, no, I'm sorry. Sorry. Okay. So what we do? What? No. Drink, spritz, we talk. Yeah. What do you wait for me? Don't wait. From me. What do you wait? I don't wait. You wait, I kiss you. Mm? I tell you, I have to tell you, oh, we can sleep together tonight. We have a lot of fun, yeah? You think this? No. No. Maybe it's a good plan. But it's not our plan. It's not possible. No. Maybe one kiss is okay. Maybe. No, I decide when. Okay. Eigentlich hat man schon mehr erwartet. Also hätte man schon gedacht, dass sie vielleicht sagen, ja, passt, kannst du bei mir schlafen. Und gehen wir den Abend gemütlich gemeinsam an und dann schauen wir, was der Tag morgen bringt. Aber ich muss es so nehmen, wie es jetzt ist.
I'm a woman, I'm not a little girl with a, oh, give me a kiss. No, I'm nothing this way, Henty. Henty, no? Your name? Henty. Henty. I don't remember. Empty, empty is... empty is empty, yeah. Not food, but Henty is your Henty. 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 Say Henty. Are you ready for tomorrow? Yes, yeah? Yes. What do you do tomorrow? Yeah. Yeah, what we do tomorrow? We can go to the beach if you want. Yes, yes. The beach, not the beach. The beach, yeah. Beach with the sea. Yeah. Not beach. I don't know. I know beach, yeah. You are not so ironic, no? Oh, my English is horrible. You are not so ironic, so... It's not my type. But I think it's funny, and I want to have another date with him to understand better his person. Und ich hoffe, dass es ein mehr geht, als weitergeht. Gegangen ist so. Give me two kisses, because in Italy it's typical to say goodbye with two kisses, but not in the mouth. Okay. Okay. Nice to meet you, huh? Okay. Bye. Tschüss. Sollen wir machen, morgen ist ein neuer Tag, neues Glück. Ich hoffe, dass es morgen hinhaut. So schlecht war es nicht, wenn man sich das Date von Luis ansieht, denn dieses ist erst gar nicht erschienen. Dafür hat sich der selbsternannte Tinder-King mit etlichen Gläsern und italienischem Wein beschäftigt. Was bist du da? Ja, was soll ich da machen? Jetzt frage ich mich gerade. Was ist das da? Das ist mein Spiel. Ja, wie geht das? Erklär mir das. Ja, das ist. Da muss man nur schauen, dass gleichmäßig voll ist. Ne? Okay. Ja. Wie ist der Date verlaufen? Gut, gut. Gut, mein, jetzt hast du super gut. Ja? Ja, ist also super. Gut, ja? Ja, jetzt kommt der Hans daher. Na, sind wir mehr, ne? Ich hab's eh probiert zu küssen, also gefragt, ob ich sie küssen darf. Es ist ein Kuss auf die Wangen geworden. Das fragt man nicht. Fragt man nicht. Das Nein. macht man einfach. Gell? Naja. Ja, aber es ist. Du musst das fühlen. Du musst das fühlen. So wie sie, du, ganz gleich wie sie. Da, sie hat das auch gesagt. Da. Ja. Da sie, musst du das fühlen. Sie hat gesagt, der Moment ist noch nicht da. Ja. Vielleicht ist er morgen da, der Moment. Ja. Lev scheint den Moment besser zu spüren, denn er ist mit Carlotta auf einer Wellenlänge und sie mögen aneinander die unterschiedlichsten Körperteile. I like your hands. I like your hair. Your hands. I like hands. Beautiful hands, you know? It's like saying you have beautiful eyes or a smile. I take it as a compliment. You should. You have beautiful hands as well. You're not so bad. Eben nicht so bad either. Es war wunderschön. Der Kuss, alles, was man sich erwartet und mehr. Perfekte Atmosphäre, wunderschöne Frau, idealer Zeitpunkt. Ja. So, shall I walk you home? Maybe. Well, maybe it's too early. You know, I really like you, but I'm a person who needs time, so... Okay. Baby steps. Baby steps. Yeah. Okay. I think that now it's late, so we are going to say each other goodbye, and I think that we will see again. Yes, because I want to know him more. I'm looking forward to seeing you tomorrow. Okay. Okay, I mustn't forget my bag. Okay, bye. Take care. See you too.
little pug. Oh my god. See you tomorrow. See you then. Tomorrow. I'm very much looking forward to it. Okay. Good bye night. Komm, Otto. Spricht auch sehr für sie, muss ich dazu sagen, dass sie tatsächlich ihre Frau da gestanden hat und gesagt hat, zu Fuigenes, hoch mal zu, Zauberer. Nein. Und geht alleine heim und... Na, finde ich gut. Außerdem habe ich schon lange nicht mehr in Autos